The world becomes one. The world becomes one. The world is one. Podcast. Gespräche rund um die Welt. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast für The World Becomes One. In einer erneuten und bekannten Konstellation von mir und Helma Rudolph. Herzlich willkommen. Schön, dass wir wieder beieinander sind. Das freut mich auch und es ist unsere sechste Serie sozusagen und da haben wir uns doch gleich das richtige Thema ausgesucht, aber da will ich nichts vorwegnehmen. Du bist unglaublich. Ja, wir hatten verabredet, dass wir heute über die Liebe reden wollen. Aber eigentlich Liebe anders als das, wie du es gerade versucht hast, unseren Zuhörern näher zu bringen. Nein, wir wollen über die Liebe reden in ihren verschiedenen Facetten und vor allen Dingen, wie wir Liebe in unser Leben ziehen können. Das ist das, was ich von dir heute erfahren möchte. Impulse von dir sind willkommen. Ach, wie schön. Wobei ich über Liebe reden so sinnvoll halte, wie eine Maske tragen. Mhm. Einfach machen. Ja, verstehen und dann machen. Das muss nicht irgendwie gequatscht werden. Das ist eher so ein innerer, stiller Prozess, der, ich glaube, für den gewöhnlichen Deutschen, wenn ich das mal so sagen darf, weil wir uns ja auf Deutsch unterhalten, ein bisschen tiefer geht, als er sich das oder sie sich das hätte vorstellen können. Oh. Weil ich habe ja meine Hausaufgaben gemacht. Mhm. Weil wir ja darüber reden wollen. Das heißt, wir müssen jetzt wertvolle Airtime füllen und die wollen wir wirklich mit wirklich Nützlichem füllen. Denn ich denke, das, worüber wir heute sprechen, ist sehr nützlich, weil es eben eine praktische Anwendung hat. Auch wenn es sich so ein bisschen theoretisch und fremdländisch anhört. Ja, und für mich Liebe überhaupt das wichtigste Thema, weil Liebe ist das, was uns aus meiner Welt alle zusammenhält, zusammenbringt. Mit den Augen der Liebe in die Welt zu sehen, Liebe zu versprühen. Ach, ich könnte so viele Metaphern und Sätze bringen, aber für mich ist das das Ultramittel ist Liebe. Punkt. Ja, du sagtest ja im Vorgespräch schon, dass das Gesetz der Liebe und oder die Liebe und Anziehung im Prinzip identisch wären. Und da stimmt ja auch Onkel Charles mit überein, wo er eben sagt, das Gesetz der Liebe und das Gesetz der Anziehung sind ein und dasselbe. Eben die anziehende Wirkung, die zwei Körper in Anführungsstrichen aufeinander ausüben. Ja, wobei ich gerne auch in das Thema der Selbstliebe mit dir noch gehen möchte. Also ich habe ja auch mit Clemens schon über die Liebe gesprochen, auch mit Roman schon über die Liebe gesprochen. Ich beleuchte das gern und oft, dieses Thema, und möchte es auch gar nicht nur halten auf der Partnerebene, sondern oder Mutter, Kind oder ne, sondern tatsächlich auch vielleicht zu sich selbst, weil ich glaube, da ist die Basis zu allem. Ja, deshalb habe ich das, wenn du gut oder da du gut zugehört hast, habe ich das Wort Körper ja auch in Anführungsstriche gesetzt, in Doppelte auch noch, weil Körper eben nicht nur so verstanden werden sollte, wie wir es verstehen, eigentlich ein physischer Körper, sondern die einfach zwei Elemente, Energien oder was auch immer, Dinge, Sachen aufeinander ausüben. Und da sind wir im Prinzip schon mittendrin im Thema, weil das, was wir mit Liebe kennen, ist eben so diese, oder was wir mit Liebe bezeichnen, als Liebe kennen, ist ja so dieses, das Körperliche. Und da wollen wir einfach mal, auch wenn es momentan ein bisschen schwer fällt, ein bisschen verreisen, denn die alten Griechen hatten acht verschiedene Formen oder Typen von Liebe. Mhm. Und das, was wir mit Liebe bezeichnen, eben ist einer davon, sprich Eros und der griechische Gott für Liebe und Fruchtbarkeit. Und das ist halt diese sexuelle Leidenschaft, das sexuelle Verlangen. Aber es gibt halt eben noch 7 weitere. Und da kann es, glaube ich, keinem von uns schaden, sich ein bisschen mehr damit zu befassen, weil das, wovon du sprachst, eben die Selbstliebe, auch dazu gehört. Also nicht zum Eros, sondern zu den anderen 7. Mhm. Wollen wir mal kurz durchgehen? Dann mal Spaß unbedingt. Machen? Also genau, ich hätte sonst den Vorschlag gemacht, ich bin einfach da als deine Klientin und du machst mit mir jetzt ein Liebescoaching, aber zum Spaß einfach diese... Dafür. Nein, Helma, du bleibst ganz ruhig jetzt in deiner Mitte. Und wir fangen jetzt einfach an. Wir nehmen jetzt diese Formen der Liebe.
auf nach Griechenland. So, auf nach Griechenland. Eigentlich gar nicht nach Griechenland, weil auf meiner Hausaufgabensuche danach, um das mit den eigenen Erfahrungen etc. zu untermauern, bin ich auf eine Seite gestoßen von scattergirl.com. Und das ist zwar auf Englisch der URL, aber das Ding ist auf Deutsch. Und in der Tat haben die alten Griechen Eros als gefährlich und beängstigend betrachtet, weil es eben einen Kontrollverlust bedeutet oder zur Folge haben kann oder zur Folge hatte. Das ist es ja, ne? Wenn wir quasi wirklich in der erotischen, körperlichen, sinnlichen Liebe drin sind, dann sind wir halt nicht mehr Herr unseres Verstandes oder Frau unseres Verstandes. Und dann schalten wir das aus. Das ist natürlich für viele wirklich notwendig, weil sie halt im normalen Leben zu sehr im Kopf sind und sich dann in der erotischen Liebe den Ausgleich verschaffen. Mhm. Ja, deshalb also soll das auch nicht verteufelt werden. Es muss halt nur als das erkannt werden, was es ist. Und weil alles hat logischerweise zwei Seiten. Mhm. Ja. So. Deshalb steht hier auch, Eros ist ein ursprüngliches, mächtiges Feuer, das schnell ausbrennt. Es braucht seine Flamme, um durch eine der tieferen Formen der Liebe geflammt zu werden, da es sich um die selbstsüchtigen Aspekte der Liebe dreht, das heißt persönliche Verliebtheit und körperliches Vergnügen. Und der Katalyst, also der Beschleuniger dazu, ist natürlich der physische Körper. Aber dann ging es eben rüber in Philia. Und Philia kennen wir aus den Wörtern auch, ne? Philosophie, mhm. Ne? Das ist die Liebe zum Wissen. Und Philia bei den Griechen ist halt Freundschaft und wurde von denen weit höher geschätzt als Eros. Ne? Weil es sozusagen die Liebe zwischen Gleichen galt, ohne dass man da irgendwie körperlich aktiv werden muss. Ne? Mhm. Also das gab es auch. Das ist also eben diese Liebe, die vier, die ist die Liebe, die unter Freunden empfunden wird, die schwere Zeiten gemeinsam erlebt haben. Mhm. Na. Dann gab es Storge, das war mir übrigens neu, Storge oder familiäre Liebe. Es ist die Liebe ohne körperliche Anziehung und hat in erster Linie was mit Verwandtschaft und Vertrautheit zu tun. Ups, was war denn neu, dass es diese Liebe gibt? Das der Begriff, weil Storge gibt es auch, also kann ich zumindest im Deutschen kein Wort damit in Verbindung bringen. Na, Storge ist eine natürliche Form der Zuneigung, die oft zwischen Eltern und ihren Kindern und Kindern für ihre Eltern fließt. Storge oder familiäre Liebe. Und dann vierte ist Ludus, da kennen wir das, du freches Luder, du. Mhm. Hat zwar ein bisschen erotisches Ansehen, ist aber mehr als das. Und die Griechen betrachteten Ludus als eine spielerische Form der Liebe, zum Beispiel die Zuneigung zwischen jungen Liebenden. Ja, wenn das quasi noch nicht so verliebt ist und auch dieses körperliche Verlangen noch nicht da ist, sondern eigentlich mehr Necken, genau, das ist ein schönes Wort. Necken und Gefühle der Euphorie, das Flirten, das flatternde Herz. Mhm. Ja, und einfach diese Verspieltheit ohne eine Erwartungshaltung. Ich glaube, das ist bei Ludus sehr, sehr wichtig. Ne? Du erwartest nichts vom anderen, sondern du machst einfach das aus der reinen Freude und aus dem Genuss heraus. Und dann gab es noch als fünftes Mania, also die Manie. Mhm. Ne? Manieliebe ist eine Art Liebe, die einen Partner in eine Art Wahnsinn oder Obsessivität führt. Ja, klingt so. Nicht gesund. Klingt nicht gesund, aber sie sagen eben, diese Person möchte lieben und geliebt werden, um einen Sinn für Selbstwert zu finden. Und aus diesem Grund können sie zu Besitz ergreifen und eifersüchtigen Liebhabern werden, die das Gefühl haben, ihre Partner dringend zu brauchen. Na, das ist die Manie. Das ist also langfristig ungesund, weil es halt aus einer Form von Schwäche hervorgeht. Ja, das heißt, du willst deinen eigenen Selbstwert erhöhen, dadurch, dass du jemanden an dich bindest. Und das eben auf eine manische Art und Weise. Mhm. Dann sie sagen, es tritt eben auf, wenn es ein Ungleichgewicht zwischen Eros und Ludus gibt. Also dann kommt die Manie. Dann hatten sie Pragma, kennen wir ja vom Wort pragmatisch, das ist die dauerhafte Liebe. Mhm. Das ist die Liebe, die im Laufe der Zeit gealtert, gereift und entwickelt wurde. Jenseits des Physischen hat es das Zufällige überschritten und ist eine einzigartige Harmonie, die sich im Laufe der Zeit gebildet hat. Schön ausgedrückt. Wundervoll. Und ich stelle mir gerade so ein altes Ehepaar vor, die so ganz viel miteinander erlebt haben und am Ende ihres Lebens dann lächelnd auf einer Parkbank in die Sonne schauen gemeinsam. Und einfach, man spürt einfach nur, wie Liebe schwingt im Feld. Ja, und das hört sich im Deutschen ein bisschen hart an, eben, das ist so pragmatisch, aber daher kommt das halt. Das ist pragmatisch. Das ist über das
Ego hinausgegangen. Das hat das Ego sozusagen überwunden. Das ist dann einfach freundschaftlich, leichtherzig, vergebungsvoll, kompromissbereit, geduldig, tolerant. Gewachsen habe ich die ganze Zeit noch als Wort. Mhm. Ja, schön, genau. Dann haben wir Philautia oder Selbstliebe und da sind wir bei dem, was du ja anfangs sagtest. Mhm. Na? Sie sagen, die Griechen verstanden, dass wir, um für andere zu sorgen, zuerst lernen müssen, für uns selbst zu sorgen. Und da sind wir genau da, worüber wir uns in den letzten Wochen unterhalten haben, eben sich selbst zu stärken, das Innenleben so schön und prächtig und glorreich wie möglich zu machen, damit man es eben auch im Außen wahrnehmen kann. Das heißt, die Selbstliebe steht sozusagen eigentlich am Anfang des Ganzen. Und Selbstliebe heißt nicht, dass man unbedingt jetzt Hand anlegen muss, aber einfach nur, dass man sich selbst zum Mittelpunkt seines Universums macht, weil alles andere kreist um einen. Und dass, wenn man sich selbst nicht liebt, eben auch keinen anderen lieben kann. Genau, und jetzt kommt halt oft der Trugschluss oder weshalb es ja so spannend ist, sich auch diese verschiedenen Formen der Liebe anzuschauen, weil ganz oft eine Fehlinterpretation einhergeht, sprich, ich muss im Außen etwas tun, etwas ableisten für einen Partner oder für meine Eltern oder für meinen Chef, wie auch immer, damit ich diese Anerkennung, diese Liebe zurückbekomme, damit ich mich gut und geliebt fühle. Und es dauert oft einige Jahre, das aufzuarbeiten, was man sich da so alles reingetan hat an Glaubenssätzen und Mustern. Und es könnte so viel einfacher sein, wenn zum Beispiel ab der ersten Klasse Selbstliebe als Fach unterrichtet werden würde. Dann ja, und das kann man auch auf wunderschöne Art und Weise eben spielerisch verpacken. Aber mit dem Ziel, dass das Individuum gestärkt wird, dass es kein Bedürfnis hat, sich irgendwas aus dem Außen holen zu müssen, ob das Anerkennung ist, ob das Respekt ist, ob das Liebe ist, ob das Wertschätzung ist, was auch immer, sondern dass gerade genau diese Qualitäten im Inneren entwickelt werden. Mhm. Und dass man den Kindern eben auch schon früh klar macht, dass das im Außen kommt, wenn es im Innen vorhanden ist, dass es da so eigentlich gar nicht anders geht, weil so das Gesetz der Anziehung oder das Gesetz der Liebe ja genauso funktioniert, innen wie außen. Außen wie innen. Ich würde sogar so sagen, all diese Worte, die du gerade ins Feld gegeben hast, ja, mit Wertschätzung, Anerkennung und Respekt etc., die sind für mich unter dem Oberbegriff Liebe zu finden. Liebe, ich hatte es mal in einem Gespräch mit Hajo, der gesagt hat, mach das I weg, dann bist du bei Liebe. Und an der Stelle kann ich mitgehen und sagen, jawohl. Und deshalb kann diese Liebe für mich das auch alles einschließen. Wie bedeutet das alles? Wenn wir beiden so miteinander umgehen, wie wir es ja seit einiger Zeit tun, ist das auch eine Form von Liebe, die auf jeden Fall von meiner Seite zu dir schwingt und im Feld ist. Und wir teilen beide aus einer Fülle heraus, um unseren Zuhörern auch noch eine ordentliche Portion mitzugeben. Auch das ist Liebe für mich. So ist es, weil wir könnten unsere Unterhaltung ja auch völlig anders gestalten. Na, dass du dich beschwerst, dass dein Partner oder deine Umwelt oder deine Familie oder deine Kinder oder so dich nicht schätzen, dass du dich irgendwo missachtet fühlst, dass du schwach bist, dass im Außen alles böse ist, dass wieder irgendeiner was gemacht hat, was dein Leben beeinträchtigt hat, was deine Beziehung beeinträchtigt hat und so weiter und so fort. Das sollte man ja nicht vergessen, dass während man seine Energie und Zeit dafür aufwendet, Energien einer bestimmten Art zu empfangen, eben zur selben Zeit Energien der gegenübergesetzten Art nicht empfängt. Mhm. Das war vielleicht ein bisschen kryptisch, aber im Prinzip, wenn ich meine Ausrichtung habe auf Liebe und Wohlwollen und Fülle, dann bin ich zur selben Zeit eben nämlich nicht da, wo es Mangel, Beschränkung, Eingrenzung, Ungleichgewicht, Unstimmigkeit etc. gibt. Ja, sehe ich genauso. Und wenn ich aus dieser Selbstliebe, aus dieser Fülle komme, wo du vielleicht gerne nochmal auch aus deiner Perspektive als Coach ein paar Tipps geben kannst, wie man da noch besser in die Selbstliebe kommen kann, dann, wenn ich die dann auch für mich schon stabil habe,
Dann ist der Kontakt auf Partnerebene, wenn wir dann sagen, wir gehen in den Bereich Eros, kommt der ja eben auch aus einer Fülle und kann, wenn dann möglicherweise beide aus dieser Fülle kommen oder im besten Fall, können da ja noch ganz andere Dinge dann wieder im Feld geschehen, ja? Oder die Begegnung in der Familie mit den Kindern, mit den Eltern, mit Freunden, wie auch immer. Richtig. So, und das bringt mich so ein bisschen auch gleich zum achten und letzten Typ der Liebe. Das ist Agape oder die selbstlose Liebe. Und das ist nach Ansicht der Griechen die höchste und radikalste Art der Liebe, weil es selbstlose, bedingungslose Liebe ist. Selbstlos und bedingungslos. Mhm. Und ist die spirituelle Liebe größer als wir selbst, grenzenloses Mitgefühl, unendliches Einfühlungsvermögen. Und gehe ich gleich nochmal drauf ein, auf das unendliche Einfühlungsvermögen. Schönes deutsches Wort, einfühlen. Das ist das, was die Buddhisten als Metta oder universell liebende Güte beschreiben. Die reinste Form der Liebe, die frei von Wünschen und Erwartungen ist. Und unabhängig von den Fehlern und Mängeln anderer liebt. So, und Agape ist die Liebe, die für das empfunden wird, was wir intuitiv als die göttliche Wahrheit erkennen. Die Liebe, die für unser größeres Wohl akzeptiert, vergibt und glaubt. Und wo wir kurze Pause gemacht haben bei dem Wort Einfühlungsvermögen und du mich gebeten hast, vielleicht aus der Coaching-Perspektive noch ein paar Tipps zu geben. Es ist halt genau das, unser Vermögen, uns einzufühlen und dadurch, dass wir Teil einer lebendigen Natur sind und dadurch, dass wir mit Sinnesorganen, die ja einfühlen, die ja Informationen aufnehmen, ausgestattet sind, können wir diese einsetzen, um uns unserer Umgebung, die uns ja nährt, die uns belebt, die uns wirklich am Leben hält, bewusster zu werden. Und dadurch die Kraft und die Fülle und die Intelligenz und letzten Endes wirklich im Oberbegriff die Liebe zur Verfügung stellt, die wir selbst auch sind. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass die meisten von uns, Prozentsatz kann ich da nicht nennen, aber die meisten von uns haben halt keine wirkliche Verbindung mehr zu der Fülle. Deshalb jammern wir über äußere Umstände, wir beklagen uns über den Partner, über die Kinder, über den Arbeitgeber, über die Politik oder eine Kombination davon. Aber das zeigt einfach nur, dass wir im Inneren schwach sind, denn jemand, der im Inneren stark ist, der erwähnt das vielleicht beiläufig mal wieder, aber der lässt sich davon nicht dahingehend beeinflussen, dass es ihm oder ihr an Lebensqualität raubt. Das heißt also, diese Verbindung zur Natur, das Erkennen der Fülle und das Erkennen der Liebe, die da draußen durch diese Anziehung der unterschiedlichen Elemente füreinander dargestellt wird, wer das entwickelt, der kann nicht, das kommt jetzt ein bisschen aus dem Englischen, der kann nicht als das auch auf sich selbst anwenden und im eigenen Leben dann praktizieren. Das heißt also, wenn wir einfach mehr Harmonie, Liebe, Freude, die ganzen positiven Attribute in unserem Leben erfahren sollen, tun wir das letzten Endes immer dadurch, dass wir uns in die Natur begeben. Mhm. Und diese selbstlose Liebe dort erkennen. Dass alles dort ohne Bedingung abläuft, ohne Hast. Alles sehr geduldig, aber nach einem geordneten Schema. Würdest du denn dann sagen, also für mich ist immer dieses Thema Selbstliebe die Basis, ja? Erstmal zu erkennen, dass es von innen heraus in die Welt darf. Würdest du dann aber sagen, dass diese letzte Liebe, die spirituelle Liebe, dann noch mal mehr die Basis ist, also Wurzeln dann, also wenn ich mir vorstelle, die Selbstliebe, oder ich gehe immer gerne über einen inneren Kern, ja, dass ich mein innerer Kern diese Selbstliebe wäre, so der Plexus sitzend beispielsweise als goldene Kugel, ist dann darum eine Schutzkugel noch dieser spirituellen Liebe, oder würdest du es andersrum sehen? Nee, ganz, ganz genau so, weil es ist ja nicht, naja, okay, das kannst du von beiden Enden betrachten. Beides, ja, du weißt richtig. Aber, wo ich hin will mit der Frage. Ich weiß, wo du, ja, natürlich. Übersetz mich mal und mach das mal jetzt ordentlich, was ich hier so kryptisch abgelassen habe. Ich übersetze dich lieber, als dass du untersetzt bist. Wir sind Teil einer Umgebung. Ohne diese Umgebung würden wir nicht existieren.
Und diese, das, was ich jetzt gerade mit Umgebung beschreibe, das wäre sozusagen Agape, das wäre die selbstlose Liebe, das wäre das Fundament für unsere individuelle Liebe, an deren, in deren Zentrum sozusagen die Selbstliebe steht, nämlich eben bei den Griechen Philautia genannt, und von der aus wir dann nach außen sozusagen diese anderen Formen oder Arten der Liebe entwickeln und ausstrahlen. Ob das jetzt die pragmatische ist, die über die Zeit heranreift, oder ob das die verspielte ist, ob das die in der Familie ist, oder dass das Liebevolle, weil durch die freundschaftliche Liebe oder eben die erotische, die körperliche, die sinnesbehaftete Liebe, auch zum Zwecke der Fortpflanzung. Na, aber alles geht aus dieser Philautia hervor, eben der Selbstliebe, die aber nicht ohne Agape, das heißt die selbstlose Liebe, diese große spirituelle Liebe bestehen kann. Und das ist das, was du meintest mit dem Solar Plexus, mit deiner Goldkugel als Selbstliebe und dann die Hülle drumherum. Das wäre sozusagen die Liebe, die vom Universum für dich bereitgestellt wurde. Genau, und daraus wirkend dann. Ja, genau. Jetzt bringe ich mal einen Bruch rein, aber du wirst uns dann gleich retten auf einer einsamen Insel oder sowas. Was ist denn jetzt mit all den Menschen, die immer noch ein Thema haben mit dem, was gerade in der Welt passiert? Du hast das Wort Politik auch schon benutzt heute. Und die Begegnungen, die eben in der Außenwelt stattfinden, die vielleicht nicht freundlich sind. Wie kann man es jetzt dann schaffen, wirklich in der Liebe zu schwingen und das auch aus der Mitte raus für sich halten zu können? Ja, man schafft das nicht, man nimmt das einfach für sich in Anspruch und damit ist die Sache gegessen. Schöpfergeist, also quasi. Ne? Genau so ist es. Folge deinem kleinen Quantenfeld oder den vielen. Du triffst eine Entscheidung und manche sagen ja, das ist das Ende der Scheidung oder das Ende des Getrenntseins. Und letzten Endes sagst du, du bestimmst etwas. Und das mag für den ungeschulten Zuhörer oder Verstand / nicht so einfach sein, weil halt eben das noch nicht oft genug wiederholt wurde. Und dementsprechend kommt der ungeschulte Verstand da mit seinen Restzweifeln rein, so nach dem Motto, kann das sein, kann das so einfach sein, muss ich nicht noch mehr machen und so weiter und so fort. Und dass man sich dann selbst so ein bisschen sabotiert. Aber je mehr du das machst, desto versierter wirst du in dieser Sache und dann ist es wirklich nur noch eine Entscheidung und dann bleibt das auch dabei. Und dann ist es auch egal, was im Außen passiert. Also egal nicht. Mein Vater hat mal gesagt, benutze ich das Wort egal, benutze das Wort gleichgültig. Es ist gleichgültig, was im Außen passiert. Was aber nicht heißt, und das ist, glaube ich, jetzt das Wichtigste überhaupt, was nicht heißt, dass man das so hinnehmen muss. Das heißt, dass man sich zum Opfer der äußeren Umstände machen muss. Sondern man kann ja sehr wohl noch entscheiden, welche Handlungen dem folgen, so dass man eine äußere Umwelt wahrnimmt, die sich ein bisschen harmonischer gestaltet. Da wollte ich nämlich gerade hin, wenn man so eine Art Handwerkskoffer dann noch bastelt und kreiert, das lieb ich ja, wenn ich oder wenn wir auch den Zuhörern nochmal eine Übung dazu mitgeben oder sagen, hier, das ist Werkzeug 1, das 2 und 3. Könntest du sowas für uns zusammenstellen? Du, das ist doch immer dasselbe. Das ich weiß, ist, aber Wiederholung, hast du gesagt, Wiederholung, Wiederholung, bitte. Genau. Naja, Kontrolle, Stille, Stille, Kontrolle, Entspannung. Du musst dich erstmal in die Stille begeben, das heißt irgendwo ein bisschen abgeschlossen sein, wo du abgeschieden sein, wo du wirklich Ruhe hast. Dann musst du eine gewisse Form von Körperkontrolle erlangen, gewisse Form von Gedankenkontrolle, eben abgleichen, sind die Gedanken mir dienlich, die ich jetzt gerade hege, weil dich ja keiner zwingt, die Gedanken zu denken. Das ist ja oft ein unterbewusster Prozess, der aus einer reinen Programmierung herausgeht oder hervorgeht. Und dass du dann im Anschluss dann in die Entspannung kommst, dass du dich körperlich entspannst und eben auch dann nicht nervös wirst, sondern einfach völlig entspannt und losgelöst, nicht angehaftet bist. Und dass du das zur Basis nimmst, um dir dann
mehr von den Gedanken ins Bewusstsein zu holen, von denen du einfach mehr haben möchtest. Und das ist ja das Schöne, das ist die Harmonie, das ist eben der zwischenmenschliche Austausch, Treffen mit Freunden, schöne lange Umarmungen, lange Spaziergänge, mit denen Sport treiben, mit dem im Café sitzen, etc., etc. Und jetzt kommt natürlich der ungeübte Verstand und sagt, ey, guck doch mal da draußen, das stimmt doch alles gar nicht, ich kann doch gar nichts machen, ich kann meine Freunde nicht treffen, ich kann meine Eltern, Großeltern nicht treffen, ich komme nicht in Sportverein rein oder so, wir können nicht Handball spielen. Richtig, aber du darfst dich eben nicht von deinen Sinnesbekundungen blenden lassen, weil ansonsten verstärkst du die, du fütterst ja das Feld damit. Mhm. So, und das willst du ja nicht, also musst du dir die Chance geben, auf der anderen Seite zu schöpfen. Genau, wir haben... Mach du erst. Ja, Schlusssatz. Und wenn jeder von uns das so tut, dann kann es im Außen gar nicht anders sein. Dann kann es einfach nicht anders sein, weil dann so viele Prozesse, so viele Vorgänge angeschoben werden, initiiert werden, begonnen werden, dass sich eben unsere äußere Realität dieser inneren Geisteshaltung anpasst und ihr entspricht. Ja. Und wir hatten vorhin in einem Vorgespräch auch noch kurz das Bild, da sagtest du, stell dir doch vor, wir sind auf einer einsamen Insel. Darum hatte ich vorhin einmal die Insel erwähnt, eigentlich als Stichwort für dich. Du bist aber nicht mitgegangen. Macht du nichts. Und ich. Wir beide, oh weia. das Bild der einsamen Insel und keiner hat Covid. Huch, jetzt habe ich das böse Wort gesagt. Keiner hat ein C-Problem. Und wir wissen gar nichts von irgendwelchen Maßnahmen, die es gibt. Und der Geist ist ruhig und still, weil wenig Ablenkung ist. Und dann nähern wir uns Festland und da ist aber auch immer noch nichts. Und dann kommen wir in ein Feld, wo das vielleicht ist und trotzdem ist unser Geist noch ruhig und wir schwingen noch in unserer wundervollen Inselenergie. Und müssen uns über das, was die anderen da so machen, gar nicht echauffieren, weil wir ja mit unserer Inselenergie vollgepumpt sind. Und das ist, glaube ich, dieses in den Rückzug gehen, in die Stille gehen, Badewanne genießen, Tee trinken, halt die kleine Insel zu Hause schaffen und dann aus dieser Ruhe rausgucken, in welche Felder begebe ich mich. Wie lange kann ich meine Inselenergie halten? Ne? Ja, das ist die Analogie, die mir gerade in Sinn kam, ist, wenn ich Vegetarier bin, interessiert mich das auch nicht, ob andere Fleisch essen. Sie sind sehr wohl dazu ermächtigt und berechtigt, Tierkadaver zu verzehren. Aber wenn ich mich dafür entschlossen habe oder dazu entschlossen habe, sie nicht zu verzehren, dann können sie ja trotzdem machen, was sie wollen. Und dasselbe Prinzip trifft eben auch auf alles andere zu. Mhm. Na, manche lassen sich anfixen davon und sagen, oh, jetzt brauche ich noch ein bisschen Kudu, jetzt gib mir noch mal ein gebratenes Zebra und vielleicht noch ein bisschen Krokodil und vielleicht auch noch ein Hausschwein, bietet sich gerade an. Und die greifen von oder nach einem Stück greifen, wie heißt das so? Sie greifen nach einem Stück nach dem anderen. Mhm. Also sie greifen nach eins nach dem anderen. So. Mhm. Und weil ihnen diese Angebote halt immer gemacht werden und sie sich da keine Gedanken drüber machen. Und sie schaffen sich halt die Realität jetzt in dieser Fleischoase. Und der andere guckt von außen und sagt, nicht notwendigerweise, wie könnt ihr nur, man will ja nicht urteilen, aber sagt, nö, dieses Angebot nehme ich nicht an. Hier gibt es eine schöne Papaya, da haben wir eine Banane, hier gibt es ein paar Brombeeren, auch guck mal, ein paar Nüsse, bisschen Gerstensaft. Oh, schöner Quinoa-Salat, etc. Na, es sind letzten Endes, es ist alles gleichgültig, Egalité, im Französischen, und gleichgültig, gleichwertig. Und du entscheidest halt für dich, welches Angebot du für dich annehmen, akzeptieren möchtest. Und das nimmt dir auch keiner ab. Und ich habe das mehrere Male gesagt, nirgendwo steht geschrieben, wie oder was du denken musst. Und dementsprechend auch nicht die Folge dessen, nämlich wie ich mich verbalisieren muss, wie es mit meiner nervlichen Konstitution beschaffen ist und eben auch, was ich dann tun muss. Das entscheide ich halt selbst. Und wenn man sich auf diese, ich möchte mal sagen, spirituelle Reise begibt, dann
kommt man halt immer mehr zu dieser Philautia, eben zu dieser Selbstliebe, dass man sich immer mehr selbst wertschätzt und man schätzt auch die anderen immer mehr wert und dementsprechend meinetwegen auch Tiere, die Gesellschaft, die Kommunikation, und man trifft dann völlig andere Entscheidungen, überlässt oder lässt den anderen aber eben auch noch diese Entscheidung. Und wenn Sie diese Realität so schaffen wollen, ist das auch für Sie vollkommen in Ordnung. Ob Ihnen das nachher ein Herzklappaster gibt oder Arterienverkalkung oder eine Bierwampe oder eine geistige Umnachtung oder eine mentale Langsamkeit, ist das vollkommen in Ordnung. Dem großen Ganzen ist es ja sowieso egal. Das will sich ja nur durch das Individuum erfahren. Dem Individuum selbst sollte es allerdings nicht egal sein, weil es gibt ja immer noch so ein bisschen Lebensqualität. Es gibt ja noch eine Harmonie, einen Gleichklang, Einklang, eine Einstimmigkeit auf der weltlichen, dreidimensionalen, materiellen Ebene. Ja, und wie herrlich ist es, dass wir in diesem physischen Körper mit den Emotionen ja auch ein Geschenk haben, und besonders, wenn wir Liebe sind und in Liebe schwingen. Und deshalb, wir erinnern uns an unseren fünften Beitrag. Fünf ist ja Ausdehnung, auch des Mentalen und des Intellektuellen, wo wir gelernt haben, in Kapitel 15 des Master Key Systems, dass der Intellekt, dass die Emotionen vom Intellekt, vom Verstand geleitet werden müssen. Und bei den meisten Menschen, ich sage mal wieder meisten, ist das einfach nicht der Fall, weil sie sich dahingehend nicht trainiert haben. Ja, das heißt, man darf sich sozusagen Liebe auf seine Fahne schreiben, wenn man dann dieses ins Feld bringen möchte und erfahren möchte. Richtig, richtig. Und das Schöne ist, es kostet nichts. Herrlich. Helma, wir sind, glaube ich, schon fast wieder über die Zeit, weil so richtiger Zeitfenster liegen. Über welche Zeit? Naja, nein, sind wir natürlich nicht. Nein, aber ich glaube, es ist gut, wenn du jetzt das Schlusswort kreierst. Das ist ja bei dir meistens ein bisschen länger. Und heute wollte ich gerade sagen, mach du das mal. Das Schlusswort der Liebe. Wir fassen einfach nochmal schön zusammen, was wir im Deutschen mit Liebe bezeichnen. Dafür hatten die Griechen 8 verschiedene Begriffe. Und da sieht man schon mal wieder, wie aus einem auf einmal mehr wird und wie wir in einem Meer der Fülle leben, in einem Meer, also M-E-H-R, und in einem M-E-E-R der Fülle leben, dass selbst von dem Wort Liebe noch 8 Abteilungen sozusagen bestehen, denen man sich widmen kann und die man ins eigene Leben integrieren kann. Und dass man wieder sieht, dass selbst wenn die eine Form der Liebe vielleicht jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfüllt wird, wenn es vielleicht keine pragmatische Liebe gibt oder keine erotische Liebe gibt oder keine spielerische Liebe gibt oder keine freundschaftliche Liebe gibt, dann gibt es auf jeden Fall die Philautia, die Selbstliebe, und es gibt die Agape, die selbstlose Liebe, die spirituelle Liebe. Diese Liebe steht uns jederzeit zur Verfügung. Und wenn wir die kultivieren, ist es ja so, dass sich dann im Außen auch die anderen Formen der Liebe verstärkt aufzeigen. Wundervoll. Das hast du ganz schön gesagt. Ich schicke dir eine Portion Liebe und ich schicke heute ein Lächeln und ganz viel Liebe an unsere Zuhörer. Vielen Dank. The world becomes one. The world becomes one. The world is one. Podcast. Gespräche rund um die Welt.